Guten Morgen und herzlich willkommen. Die ausführliche Begrüßung hat ja gerade schon Herr Hirt mit Herrn Schneider übernommen. Ich begrüße Sie aber nun zum ersten Vortragsstream in unseren Vortragsslots. Und natürlich auch nochmal zum KIT Neuland Innovationstag 2021. Wie schon öfter gehört, wahrscheinlich dieses Jahr halb digital. Als ersten Referenten darf ich heute Morgen begrüßen Herrn Professor Armin Grunwald, der mittlerweile schon ein KIT-Urgestein ist, schon seit vielen, vielen Jahren hier tätig, auch schon bevor es KIT war tatsächlich. Von Hause aus ist er promovierter Physiker und beschäftigt sich tatsächlich seit 1991 schon mit dem Thema Technikfolgenabschätzung, also auch schon eine lange Zeit. Seit 1999 ist er dann, wie gesagt, hier am KIT, leitet dort das ITAS. Das wird er gleich selber noch ein bisschen persönlich vorstellen, worum es dort geht und was dort passiert. Und Herr Grunwald wird uns heute ein bisschen einen Rückblick geben, was wir aus der Pandemie lernen können, wenn wir das denn gerne wollen. Und vor allem, wie wir auch die Verletzlichkeit der Industrie, der Gesellschaft, vielleicht auch der ganzen Welt ein bisschen daraus erkennen können und daraus lernen können und dies vielleicht auch verhindern können. Und natürlich auch, weil es das Thema des Innovationstages natürlich ist, wie Innovationen dabei helfen können in den hoffentlich kommenden Jahren. Und damit würde ich auch schon das Wort übergeben an Herrn Grunwald und freue mich auf einen guten Vortrag. Herzlichen Dank, Frau Fössing. Guten Morgen in die Runde. Während ich jetzt einmal versuche, die Präsentation freizugeben, erzähle ich etwas an Gedanken, der mir gerade kam. Nämlich, die Pandemie hat uns ja vieles geraubt. Sie hat viel kaputt gemacht. Sie hat Schaden angerichtet, Todesfälle und der Wirtschaft geschadet. Sie hat auch etwas getan, was relativ wenig thematisiert wird. Das ist, ich würde es sagen, so sagen, die Pandemie hat die Zukunft sehr kurz gemacht. Die Pandemie hat dazu geführt, dass wir halt, ich sag mal so wir, ich weiß nicht, ob Sie das auch tun, aber ich kenne viele, die es tun, die morgens auf die Zahlen schauen, die halt dann auf den nächsten Zeitpunkt gucken, wann irgendwie wieder etwas verschärft oder gelockert wird. Man traut sich gar nicht mehr, weitere zeitliche Planung zu machen. Jetzt so allmählich der Sommerurlaub vielleicht. Aber die Zukunft ist irgendwie kurz geworden in der Pandemie. Es ging immer darum, den nächsten Tag, die nächsten Wochen in den Blick zu behalten und irgendwie durchzukommen. Aber dieser weite Blick in die Zukunft, der hat stark gelitten. Und ich freue mich eigentlich sehr, dass dieser Innovationstag jetzt stattfindet, zu einem Zeitpunkt, wo wir ja nun doch hoffentlich das Gröbste hinter uns haben und wo wir diese Zukunft zurückerobern können. Dieses auch mit dem wunderbaren Titel Neuland, dass die Zukunft als ein weites Land, das vor uns liegt, das wartet darauf, gestaltet zu werden und eben auch mit Innovationen weitergebracht zu werden. So gesehen passt es, glaube ich, gut in die Zeit jetzt. Ich denke, die meisten von Ihnen haben wenig bisher von Technikfolgenabschätzung gehört, vielleicht auch gar nichts. Also ITAS heißt Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Und das Wort Technikfolgenabschätzung meint eigentlich genau das, was es auch so vom Wort her sagt. Es geht um Technikfolgen, allerdings nicht um solche aus der Vergangenheit, sondern mögliche Technikfolgen in der Zukunft, also die es noch gar nicht gibt. Vielleicht sogar welche, die es nie geben wird. Und der Sinn, warum man so etwas macht, ist letztlich das vorausschauende Denken, dass wir uns Gedanken machen, welche Innovationen, welche Technologien, welche Vernetzungen sind technisch und wissenschaftlich möglich, wie können sie eingesetzt werden. Und dann wissen wir aber eben auch aus der Geschichte, dass der Einsatz, der gewünschte Einsatz für gute Zwecke, dann doch immer wieder auch Folgen mit sich bringt, die nicht so positiv sind. Also unser Ansatz ist ein Gesamtspektrum der erwartbaren, der plausiblen, der wahrscheinlichen Folgen zu entwickeln, letztlich damit Entscheidungsträger, Gesellschaft, teils auch Unternehmen bessere Entscheidungen treffen können, dass sie einfach sich mehr Gedanken gemacht haben auf Basis des verfügbaren Wissens, um dann nicht später irgendwie unangenehme Überraschungen zu erleben. Die kann es trotzdem geben, wir können nur die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es dazu kommt. Und auf diesem Wege, Forschung über zukünftige Technikfolgen,
dient dann dazu, Beratungsleistungen zu erbringen, zum Beispiel für den Deutschen Bundestag. Dazu komme ich jetzt mal direkt. Das ist, denke ich, unser, ach nein, das ist es noch gar nicht. Das ITAS insgesamt, ganz kurz, wir sind etwa 130 Kolleginnen und Kollegen, in einem hohen Maße interdisziplinär. Also ich bin Professor für Philosophie, aber der Leiter des ITAS könnte genauso gut ein Ingenieur sein, ein Sozialwissenschaftler oder noch jemand anders. Mein Vorgänger zum Beispiel war Volkswirtschaftler. Also die Disziplin spielt keine so große Rolle, sondern die gemeinsame Aufgabe, Technikfolgen zu erforschen, ist entscheidend. Und deswegen brauchen wir von der Philosophie bis zu den Ingenieuren eigentlich alle Disziplinen, die da sind. Wir haben also neben den großen Gruppen auch zum Beispiel einen Rechtswissenschaftler, wir haben Psychologen auch an Bord. Und das ermöglicht uns eben, Technikfolgen in dieser Breite eben auch anzugehen. Diese Tätigkeit, Technikfolgen, ethische Bewertung und so weiter, die bringt allerlei mit sich, zum Beispiel Mitgliedschaft im Deutschen Ethikrat seit kurzem, aber auch eben Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, AKATECH. Interessant, dass AKATECH nun wirklich die Institution der deutschen Technikwissenschaften sich auch jemanden aus der Technikfolgenabschätzung sogar ins Präsidium geholt haben. Und dann geht es immer wieder auch um Dinge, die nicht so ganz erfreulich sind, wie zum Beispiel hochradioaktive Abfälle. Dort bin ich im nationalen Begleitgremium zur Suche nach einem Endlager. In Berlin die Arbeit für den Deutschen Bundestag. Das ist unser größtes Projekt. Läuft jetzt auch schon seit an die 30 Jahre. Immer wieder alle 5 Jahre muss es erneuert werden. Es ist nicht leicht, es gibt immer Konkurrenz. Und dort geht es darum, direkt den Bundestag, vertreten in der Regel durch seine Ausschüsse, zu bestimmten Technik- und Wissenschafts- und Innovationsfragen zu beraten. Also zu dem langfristigen Blackout, unterste Zeile, da komme ich später nochmal als Anschauungsbeispiel. Wir hatten eine große Studie vor einiger Zeit zur Digitalisierung der Arbeit, Einsatz von Robotern in der Pflege, zahlreiche Themen zur Energiewende. Also im Moment ist aber übergeordnet kann man sagen, die Digitalisierung, das große Thema und seit kurzem die Resilienz. Und die führt mich ja nun auch zu dem Inhalt meines Vortrages. Der Anlass für den Deutschen Bundestag, dieses Thema uns aufzugeben, auch in Form eines durchaus großen Projektes, war die Pandemie. Die Frage, was können wir daraus lernen, um eben Gesellschaft resilienter, robuster zu gestalten, damit man besser vorbereitet ist auf mögliche Störungen, die eben auch neue Pandemien, aber auch ganz andere Art sein könnten. Nun, die Pandemie, was kann man lernen? Also es ist leider irgendwie unangenehm, was man daraus lernen muss. Sie hat uns offenkundig, also uns, ja Deutschland, aber auch die Welt, auf dem falschen Fuß erwischt. Gerade in Deutschland herrschte die Denkweise, bei uns doch nicht. Ja? Ich erinnere mich noch gut an die Frühzeit der Pandemie, als das da in China startete, dann nach Italien kam und bei uns herrschte noch eine ziemliche Sorglosigkeit. Dann der Mangel bestand nicht an sozusagen Hightech, KI und Roboter zum Beispiel, sondern an Masken und Schutzkleidung. Also da war offenkundig wenig Vorsorge in Bezug auf solche Möglichkeiten im System drin. Dann in der Wirtschaft einige Großunternehmen, ich erinnere an Lufthansa und Adidas, die konnten schon nach kurzer Zeit nicht mehr, hatten offenkundig keine Reserven. Logistikketten sind zusammengebrochen, weil halt irgendwo ein Kettenglied ausgefallen ist. Und dann kamen in Deutschland bestimmte Bauteile gar nicht mehr an oder Stoffe gar nicht mehr an, die hier gebraucht wurden für die Weiterverarbeitung. Also da zeigten sich sozusagen die Grenzen der globalen Just-in-Time-Planung. Die funktioniert nur, wenn überall alles funktioniert. Also das ist gerade keine Resilienz, sondern eine hohe Anfälligkeit, eine hohe Verletzlichkeit. Es reicht, ein Kettenglied zu stören und schon geht die ganze Kette nicht mehr. Die Hand-in-den-Mund-Gesellschaft, die hat nicht mehr funktioniert. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Worte sagen, weil das Wort habe ich für diesen Vortrag gezielt erfunden, beziehungsweise ist mir eingefallen, als die Hand-in-den-Mund-Gesellschaft.
Hier habe ich mal Nudel und Mehl genannt, Nudeln und Mehl, aber könnte man ja auch andere Produkte noch nennen, die auf einmal nicht mehr verfügbar waren. Nun, was ist die Hand in den Mund Gesellschaft? Das ist irgendwie das Einkaufen on demand. Also ich kaufe gerade das ein, was ich heute brauche und vielleicht noch morgen, aber weiter denke ich nicht, denn ich weiß ja, morgen gibt es auch alles. Und da ich heute noch nicht weiß, was ich morgen will, warte ich dann bis morgen, bis ich das kaufe, was ich morgen brauche. Also es gibt immer alles und dann muss man keine Vorratshaltung betreiben. Gesundheitssystem, Folge der Ökonomisierung, war eben auch die Reduzierung von Reserven im Gesundheitssystem. Gerade Italien hat das schlimm erwischt, wo aufgrund der Euro-Krise vor etwa 10 Jahren der öffentliche Sektor runtergefahren wurde und dann eben auch Reserven gestrichen worden sind. Rücklagen bei Unternehmen. Rücklagen sind eigentlich etwas ökonomisch nicht so Geschätztes, denn Rücklagen produzieren ja keine Dividende. Und das Wirtschaftsmodell, in dem wir nun mal arbeiten und leben und von dem wir eben auch unseren Wohlstand haben, das beruht darauf, dass man jeden Euro lieber in weiteres Wachstum, in weitere Innovation investiert, als in die Sicherung des Vorhandenen. Also überall so die Annahme, im Großen und Ganzen ist Gesellschaft, die Wirtschaft morgen, also metaphorisch gesprochen morgen, eigentlich so ähnlich wie heute. Wir können Business as usual betreiben. Es gibt immer alles. Es funktioniert weitgehend alles. Und warum hat sich das so eingegraben bei uns? Das ist eine Erfahrung, die machen wir jetzt seit Jahrzehnten in den westlichen Ländern. Es gibt immer mal Störfälle, aber die sind begrenzt. Im Großen und Ganzen funktioniert alles weiterhin. Und dann neigen Menschen dazu, zu vergessen, dass dieses Modell von Voraussetzungen lebt, die nicht immer unbedingt erfüllt sein müssen. Also von daher, so erkläre ich mir das Wegdrücken des Denkens an Verletzlichkeiten. Es über Jahrzehnte funktioniert weitgehend alles. Außerdem funktioniert das sehr angenehm. Ja, das Leben in westlichen Gesellschaften ist für die meisten Menschen sehr angenehm. Und dann muss man sich doch nicht so üble Gedanken machen über die nächste Pandemie, über technische Katastrophen, über irgendwelche Fälle, die unwahrscheinlich sind, mit denen man sich nicht die Stimmung kaputt machen möchte. Ja, wie kommt es denn dazu? Ich komme mal auf den Begriff von der Risikogesellschaft von Ulrich Beck. Der meint jetzt nicht, dass wir heutzutage irgendwie gefährlicher leben als früher. Das Gegenteil ist der Fall. Der meint, dass die Risiken in der Moderne heute auf menschliche Entscheidungen bezogen sind, nicht auf Natur oder so ein externes Schicksal, Gott, Vorsehung oder wer auch immer. Und das möchte ich erklären anhand dieses Bildes von dieser zwei explodierten Reaktorblöcke in Fukushima in Japan. Wenn ich Sie jetzt nach der Ursache für die Katastrophe von Fukushima fragen würde, würden vermutlich viele von Ihnen sagen, der Tsunami mit dem Erdbeben. Na, umgekehrt, der Erdbeben mit dem Tsunami. Und da würde Ulrich Beck, und da folge ich ihm, sagen, nein, das ist zu einfach. Denn Tsunamis und Erdbeben, die gibt es halt in Japan, das weiß man auch. Beck hätte gesagt, da haben Menschen entschieden, die Fukushima-Kraftwerksblöcke genau an diese Stelle zu setzen. Menschen haben entschieden, die nah ans Meer zu bauen, damit eben der Transport von Kühlwasser billig ist. Menschen haben entschieden, diese Blöcke für ein Erdbeben der Stärke, ich glaube 8,5 war es, und 5 Meter Höhe des Tsunamis auszulegen. Diese Entscheidungen sind von Menschen getroffen worden. Hätten diese Menschen andere Entscheidungen getroffen vor einigen Jahrzehnten, wäre es nicht zu dieser Havarie gekommen. Da ist also nicht der Tsunami irgendwie schuld, in Anführungszeichen, sondern die Verursachungskette liegt bei Menschen. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die man auch ganz gut auf die Frage anwenden kann, wie es zu diesem Wegschauen vor den Vulnerabilitäten kommt. Ich möchte das gerne anhand von
von Infrastrukturen mit Ihnen kurz durchgehen. Sie kennen alle Sätze des Typs, der Strom kommt doch aus der Steckdose und Milch gibt es im Supermarkt. Ja? Das stimmt ja auch. Das ist ja nicht falsch. Aber das setzt eben voraus, dass diese zentralen Infrastrukturen dahinter immer funktionieren. Denn die Milch muss ja in den Supermarkt auch reinkommen und der Strom muss auch in die Steckdose reinkommen. Das hat mich mal veranlasst, so eine Zweiteilung zu sehen in unserer Gesellschaft. Wir haben eine Konsumentenseite, also Supermarkt, Regal, Steckdose, Tankstelle, Bekleidungsgeschäfte und so weiter. Dort ist alles schick, das ist die Hochglanzseite der Gesellschaft. Da ist alles sauber und smart. Von der Welt dahinter sieht man in der Regel nichts. Aber die Welt dahinter muss es ja geben, denn sonst kämen die Dinge ja nicht auf die Hochglanzseite, wo man sie kaufen und nutzen kann. Also es muss diese Produktionsseite, die Bereitstellungsseite geben, Rohstoffabbau, Produktion, Logistik, weltweiter Handel, Stoffströme, all das passiert auf der Produktionsseite. Umweltverschmutzung, soziale Probleme, Kongo, Bangladesch, Massentierhaltung und so weiter. Und wir haben es in unseren modernen Gesellschaften geschafft, diese Welt dahinter und auch die damit verbundenen Vulnerabilitäten weitgehend auszublenden. Das ist genau diese Haltung, naja, warum soll ich denn Vorräte anschaffen? Ich kann doch morgen auch alles kaufen, was ich morgen brauche. Das muss ich ja heute nicht tun. Also diese Zweiteilung, die ist, glaube ich, ganz entscheidend für die Wahrnehmung eben auch der Pandemie. Denn wir bewegen uns im täglichen Leben eigentlich immer auf der angenehmen Seite. Ja, das heißt, die andere Seite, die ignorieren wir, Beispiel Fleischkonsum und die damit verbundenen, die Massentierhaltung, die Situation in Schlachthöfen, das flog mal auf bei Tönnies, Osnabrück oder Gütersloh war das im letzten Jahr im Sommer, als da auf einmal 1.000, 2.000 Menschen innerhalb weniger Tage an Corona erkrankt sind. Ja, das war eben so ein Blick in die Arbeitswelt, die wir sonst immer wegblenden. Textilfabriken, Textilherstellung bemerken wir nur, wenn in Bangladesch wieder eine Fabrik abbrennt. Also dieses Wegblenden hat sich sehr tief eingegraben. Wir bemerken die Welt dahinter, hinter dem Hochglanzprospekt, eigentlich nur, wenn mal etwas nicht funktioniert, Stichwort Fukushima oder Gammelfleischskandal, ja, oder wenn uns etwas aus der Welt dahinter in unserem angenehmen Dasein stört. Also neue Stromtrassen zum Beispiel oder Windparks. Ja, das sind Störungen. Da merken wir auf einmal, der Strom muss ja in die Steckdose irgendwie reinkommen. Und dafür braucht es dann Windräder und andere Vorrichtungen. Und die stören uns aber. Und dann auf einmal merken wir, dahinter ist etwas, was eben auch seinen Preis hat. Das Hinschauen erfolgt leider erst im Schadensfall. Und so war es auch bei der Pandemie. Es gab ja die Warnungen vorher, aber niemand hat hingeschaut. So, ein Beispiel dazu, wie das mit dem Hinschauen ist, aus dem Deutschen Bundestag. Eine Studie, das sind jetzt Originalfolien, deswegen habe ich auch, das ist die Formatierung manchmal etwas komisch. Es ist unsere Studie zu den Folgen eines großräumigen und lang andauernden Stromausfalles. Schon vor 10 Jahren. Vorgestellt. Das war unsere Studie mit der größten Reichweite, die wir je hatten. Also eine Unmenge an Pressemitteilungen, an Medienberichterstattung. Sogar Mark Ellsberg, der Romanautor, hat für seinen Roman Blackout sich auch ein bisschen daraus bedient. Also eine große Reichweite, auch viel politischer Effekt, Impact. So, warum geht denn das jetzt nicht? Ah ja, so geht das. Also da sind erst einmal solche, damals schon, vor der Pandemie, solche Aussagen über Verletzlichkeit. Ja, gesellschaftliche Verletzlichkeit ist rapide angestiegen. Bundesministerium des Inneren 2010. Und die Frage an uns war, ist das System des Krisenmanagements in Deutschland auf einen möglichen länger dauernden Blackout überhaupt vorbereitet? Es gab ein paar, sagen wir mal, Vorfälle, die durchaus Zweifel geweckt haben. Hier stehen einige der Anlässe drauf. Und ich will jetzt nur ganz kurz, ich habe für mehr nicht die Zeit,
ganz kurz schauen, wie wir das gemacht haben. Also es geht hier um die Folgen eines Stromausfalls, nicht um die Wahrscheinlichkeit, dass einer passiert. Das ist eine ganz andere Fragestellung. Dann das deutsche Krisenmanagement, die Folgen und natürlich dann Handlungsoptionen. Was kann man denn tun, um die Verletzlichkeit gegenüber diesem Störfall zu verringern? Und zu den Folgen, das dauert mir jetzt eigentlich alles zu lange. Sie sehen jetzt hier die Bereiche, die wir angeschaut haben. Also die IT, Transport und Verkehr, Wasser, Abwasser, Lebensmittel, Gesundheit und so weiter. Und wir haben uns überall gefragt, mithilfe auch von Gutachten, die wir in Auftrag gegeben haben, was fällt wann aus, wenn der Strom mal längere Zeit wegbleibt? Und da kam es dann durchaus zu einigen unangenehmen Erkenntnissen. Also hier beispielsweise bei der Erreichbarkeit der Menschen für Durchsagen, was jetzt angesagt ist. Das meiste fällt relativ schnell aus, was wir heute an Kommunikationsmitteln benutzen. Das Einzige, was lange hält, ist das altmodische batteriebetriebene Radio. Ich weiß gar nicht, wer sowas noch hat. Ja, das ist das Einzige, was länger hält. Ansonsten gibt es keine öffentliche Kommunikation mehr, schon nach kurzer Zeit. Oder die Geschichte mit dem Wasser. Also wir haben rausbekommen, dass in vielen Teilen Deutschlands bereits mit dem Stromausfall auch das Wasser wegbleiben würde. Und kein Wasser im Haushalt für die Toilettenspülung, Geschirr und so weiter, Hände waschen. Sie können sich denken, was das bedeutet. Auch das Gesundheitssystem. Krankenhäuser haben Notstromaggregate, aber die ganzen nachgeordneten Serviceeinrichtungen im Gesundheitsbereich, wie Dialysestationen zum Beispiel, die haben die in der Regel nicht. Das heißt, die müssten alle umziehen in die Krankenhäuser, die hemmungslos überlastet würden. Also das Ergebnis war ziemlich übel. Ich kann da, wie gesagt, nicht länger darauf eingehen und wollte aber nur diesen Punkt machen, dass vor 10 Jahren wir das schon sehr deutlich gesagt haben, was übrigens auch eine Menge Folgen gehabt hat. Der Bundestag hat daraufhin die Bundesregierung verdonnert, sich mal kräftig mit dem Krisenmanagement, mit der Resilienz zu befassen. Und da ist dann in der Tat einiges passiert im Sinne von Aufrüstung mit Notstromaggregaten und Ähnlichem. Aber natürlich die Frage der Pandemie war damit nicht angesprochen. Nun, das ist jetzt meine letzte Folie, glaube ich schon. Und ich möchte hier so ein bisschen jetzt, ich will nicht sagen meditieren, sondern reflektieren über, was folgt aus all dem. Also zunächst einmal irgendwie so ein dumpfes Gefühl. Ich erlaube mir mal eine etwas lockere Ausdrucksweise. Ein etwas dumpfes Gefühl, dass dieses Business as usual, von dem wir halt sozusagen täglich leben und indem wir täglich handeln, indem wir auf Vorratshaltung, Rücklagen und ähnliche Dinge weitgehend verzichten. Ein dumpfes Gefühl, dass das irgendwie nicht voraussetzungsfrei ist, ist, glaube ich, schon da. Also die Abhängigkeit etwa von Strom und Internet, das ist ja nichts, was jemand leugnen würde. Aber es wird sehr erfolgreich ignoriert oder verdrängt, spielt im praktischen Leben überhaupt keine Rolle. Und so war es eben auch bei der Pandemie, das Wissen, dass so etwas passieren kann. Es gab Studien des RKI, ich glaube 2012, 2013, die eigentlich den jetzigen Verlauf relativ gut modelliert haben, also im Vorhinein gut modelliert haben. Und zwar war das sogar mit einem relativ ähnlichen Virus. Wir hatten ja die SARS-1-Geschichte schon 2001. Also, und trotzdem verdrängt. Was können wir daraus lernen, aus diesem Verdrängungsmechanismus? Dass wir dringend da rauskommen müssen. Denn, und das wäre auch die These nochmal mit Ulrich Beck, die modernen Gesellschaften sind so hochkomplex und hocheffizient geworden, dass sie damit unglücklicherweise gleichzeitig aber auch ihre Verletzlichkeit erhöht haben. Ja, eine,
eine, sagen wir mal, kleinräumige Gesellschaften, die nicht global vernetzt sind, sind auch nur kleinräumig anfällig. Globale Gesellschaften mit einer globalen, mit globalen Stoffströmen, globalen Lieferketten, Just-in-Time-Mechanismen global, sind eben auch auf eine ganz andere Weise abhängig davon, dass eben immer überall alles funktioniert. Und ich denke, die Pandemie sollte ein Weckruf sein, hier nicht mehr so wegzuschauen, sondern eben auch Vulnerabilität als Forschungsgegenstand ernst zu nehmen. Nicht nur für so ein paar Behörden, die sowas sowieso tun müssen und wofür sich nachher keiner interessiert, sondern als Forschungsgegenstand, der es im Interesse des Fortbestehens, des guten Lebens in unserer Gesellschaft wert ist, auch engagiert angegangen zu werden. Und das muss eben auch jenseits möglicher weiterer Pandemien erfolgen. Im Moment, und wir Menschen sind halt vermutlich einfach so, wir schauen immer auf das Problem, was wir gerade haben und denken irgendwie, dass die ganze Welt nur aus diesem Problem besteht. So war ja das Gefühl während Corona. Es gab eine gewisse Totalität des Corona-Themas und sonst gab es nur noch ganz wenig. Jetzt kommt wieder langsam so ein bisschen mehr. Tunnelblick auf Pandemien, der ist aber noch da. Nämlich in all dem, was ich so höre, wo es über Resilienz, über Erforschung von Vulnerabilität und Strategien und Maßnahmen nachgedacht wird. Auch beim Deutschen Bundestag, den ich ja eben genannt habe, da geht es um Resilienz gegenüber möglichen anderen Pandemien. Ist natürlich total wichtig, aber die Tatsache, dass es jetzt gerade eine Pandemie ist, die uns zu schaffen macht, heißt ja nicht, dass es nicht in 5 Jahren ganz andere Krisen sein könnten, die uns dann zu schaffen machen. Das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht diesem Tunnelblick erliegen. Denn andere Bedrohungen, die sind ja auch klar, die sind auch bekannt. Also zum Beispiel größere Klimaänderungen. Dieser Sommer scheint jetzt zum Glück nicht so zu werden. Aber die 3, 4 letzten, wo es in Deutschland Waldbrände gab, Temperaturen bis 42 Grad, das sind Situationen, wenn das halt noch etwas weiterkommt, dann geht sogar bei uns bald einiges nicht mehr. Und da hat man bis vor ein paar Jahren noch gedacht, ach ja, Klimawandel, der trifft zuerst die Länder so wie Bangladesch und so. Nein, nein, die letzten Jahre haben gezeigt, auch wir sind davon durchaus, wir sind da relativ nah dran. Ressourcenprobleme, also der aktuelle Boom der Elektromobilität, der Digitalisierung verschlingt einfach große Ressourcen, auch an sehr seltenen Metallen, die es eben nur sehr selten gibt, das ist das eine, aber die auch geopolitisch sehr, sehr einseitig verteilt sind. Zum Beispiel gibt es einige fast ausschließlich in China. Also auch das sind so Verletzlichkeits- und Resilienzfragen. Die Digitalisierung, wunderbar, was wären wir in der Pandemie ohne die Digitalisierung? Aber was wären wir noch, wenn die digitalen Hilfsmittel, die wir dauernd benutzen, mal nicht mehr funktionieren würden? Haben wir einen Plan B, wenn das große Teile des Internet gehackt würden und, sagen wir mal, für einige Zeit zusammenbrechen würden? Die Weltwirtschaft würde so einen Zusammenbruch des Internets sicher nicht lange aushalten. Wenn jetzt zum Beispiel, nur um das Thema Verletzlichkeit noch einmal deutlich zu machen, es wird ja viel über bargeldlose Zahlungssysteme geredet, Abschaffung des Bargelds, gerade jetzt in der Pandemie. Ja, bitte zahlen Sie bargeldlos, kontaktlos. Ja, stellen Sie sich vor, und in einigen Ländern ist das ja Realität, es gibt de facto kein Bargeld mehr. Und dann würde dort etwas technisch nicht mehr funktionieren. Ob nun über die digitale Welt oder die Welt des Stroms, den man ja nun auch dafür braucht, dann könnte man spontan von einer Minute auf die andere nichts mehr kaufen. Also das sind so Abhängigkeiten, in die wir uns hineinbegeben. Und da gibt es ja leider dieses Bild vom Herrn und dem Knecht vom Philosophen Georg Friedrich Hegel. Ich nenne das mal so. Ein Herr hat einen Knecht, ich erzähle die Geschichte jetzt mal kurz. Ein Herr hat einen Knecht, der Herr sitzt auf dem Sofa, lässt sich bedienen. Der Knecht muss schuften und alles für den Herrn tun. Der Herr wird dabei immer bequemer,
Er verlernt, wie man die Dinge selber machen könnte. Er verlässt sich total auf seinen Knecht, der ja alles macht. Irgendwann kippt aber das Herr-Knecht-Verhältnis um. Irgendwann wird der Knecht zum Herrn, weil der Herr selber nichts mehr kann, außer sitzen und genießen. Und da muss der Herr auf einmal dafür sorgen, dass es dem Knecht gut geht. Denn sonst würde es ihm nicht mehr gut gehen. Und da ist die Frage, ob wir nicht mit vielen technischen Systemen schon so weit sind, dass wir uns in eine Abhängigkeit manövriert haben, wo wir schon der Technik dienen müssen, damit die gut funktioniert, damit es uns nicht schlecht geht. Also auch das ist eine Form von Abhängigkeit, auf die ich hinweisen möchte. So, das ist das Krisenradar-Resilienzprojekt vom Deutschen Bundestag. Ich gehe das jetzt nicht durch. Sie können alle diese Sachen im Internet auf der Homepage des Büros für Technikfolgenabschätzung in Berlin so nachlesen. Wir arbeiten transparent und öffentlich. Und da sehen Sie unten Modul 4 Resilienzförderung. Ja? Und natürlich auch institutionelle Verankerung. Wie soll man das denn organisieren? Jetzt aber endlich letzte Folie. Technische Innovationen werden dringend gebraucht. Wir brauchen das Hinausgehen in eine Zukunft, die auf unsere Gestaltung wartet. Freilich nicht mehr einfach, und das wäre für mich eine Lehre aus der Pandemie, nicht mehr einfach auf eine Steigerung der Effizienz durch Innovation. Das hatten wir alles und das hat immer mehr Abhängigkeiten auch gleichzeitig erzeugt. Wir brauchen auch Innovation zur Steigerung von Resilienz. IT-Security ist ein ganz klarer, wichtiger Bereich. Ich sehe schon, Frau Fössing kommt, macht jetzt etwas Druck. Ich komme auch zum Schluss. Gesundheitsbereich, das ist evident, aber eben auch immer daran denken, es ist nicht alles. Resilienz auch in sozialer Hinsicht bedenken, in ökonomischer Hinsicht. Der Effizienzdruck in der Wirtschaft, in der Innovationsmaschinerie ist nicht unbedingt resilienzfördernd. Teilweise macht er das Gegenteil. Und ich denke, da braucht es auch Innovationen, die sozio-, öko-, ökonomisch und eben auch technische Dinge miteinander verbinden. Anreizsysteme für Krisenfestigkeit und Vorsorge schaffen, diese gibt es bislang wenig. Und immer daran denken, wenn wir versuchen, Resilienz zu steigern, nicht neue Formen der Abhängigkeit und damit auch Verletzlichkeit gleichzeitig mitzuerzeugen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Grunwald. Ich persönlich fand es sehr interessant. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Sie im Publikum natürlich auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, und zwar unter dem Punkt F und A, Fragen und Antworten. Und Herr Ziegern hat tatsächlich in diesem Fall den Fragenreigen eröffnet und möchte wissen, ob es als Konsequenz aus dieser Analyse dahin geht, dass die Kleinräumigkeit wiederhergestellt werden muss, also die großräumige Vernetzung, Stichwort Globalisierung, wieder abgebaut werden muss. Und was dabei ein kultureller Wandel bedeuten würde. Ja, also schön, dass Sie dabei sind, Herr Ziegern. Ich kann Sie leider nicht sehen, aber schön, auf diesem Weg von Ihnen zu hören. Also das mit der Kleinräumigkeit, das ist ein resilienzfördernder Faktor. Wir haben das schon damals in der Studie für den Deutschen Bundestag thematisiert und als Insellösungen bezeichnet. Stellen wir uns vor, das ganze deutsche Stromnetz bricht zusammen und lässt sich in der Gänze nicht hochfahren, dann wäre es doch schön, wenn man regionale Inseln wenigstens wieder hochfahren würde, die auch die jeweiligen Umlande mit gewissen Dienstleistungen versorgen könnten. Was das Globale betrifft, also das Thema globale Lieferketten, Logistik und so weiter, da glaube ich nicht, dass es einen richtigen Rücksprung zu alten Zeiten geben wird, denn dafür sind die ökonomischen Vorteile zu groß, das jetzige System bietet. Ich würde auch sagen, die politischen Vorteile, weil gegenseitige Abhängigkeiten, und hier ist es mal genau andersrum, auch positiv wirken können, weil dann eben nicht mehr die Abhängigkeit so einseitig ist. Aber ich bin sicher, dass jetzt bereits viele global arbeitende Unternehmen dabei sind, stärker auch Pläne B für den Schrank zu entwickeln. Was machen wir denn, wenn hier und da etwas nicht mehr so funktioniert. Und das wäre für mich eigentlich die Hauptbotschaft, nicht, dass wir zurückgehen in die alte Zeit, sondern dass wir die Erkenntnisse nutzen, um mehr in Terms of Plan B auch zu denken. Nicht einfach Bargeld abschaffen und jetzt sind wir alle schön auf Kreditkarte, sondern
Das meinetwegen auch, das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Aber wenn wir das tun würden, auch einen Plan B im Kopf haben, was machen wir denn, wenn das mal alles nicht funktioniert? Also diese Denkweise, die finde ich wichtig. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage von Frau Dr. Schubert-Panetzka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie fragt, wie Sie proaktives Handeln und den Durchbruch der gegebenen Strukturen im Kontext von Technologien angehen, wenn die Resilienz erfordern. Es gibt dort kritische Betrachtungen der Resilienz bei Herrn Bröckling, bei Herrn Reckwitz und bei Herrn Ziever, die aber im ganzen Zusammenhang des Klimatraumas darauf eingehen. Und sie fragt sich, ob die Widerstandsfähigkeit einzig allein priorisiert werden könnte. Also vielen Dank, das ist ja eine richtig anspruchsvolle theoretische Frage. Also in der Tat, Sie weisen darauf hin, dass Klima und ich sage mal etwas allgemeiner Nachhaltigkeit mit dem Wort Resilienz in einer gewissen Spannung stehen. Weil Resilienz meint ja die Resilienz des Bestehenden, der bestehenden Gesellschaft, auch des jetzigen Wirtschafts- und Innovationssystems. Und da gibt es ja Zweifel, ob dieses Wirtschaftssystem verträglich ist mit einer ordentlichen Bewältigung des Klimawandels und anderer Nachhaltigkeitsprobleme. Dafür brauchen wir eine Transformation. Dafür reicht nicht aus, im jetzigen Stadium sozusagen zu verbleiben. Und wenn ich das mal mit Worten von Ingolf Bydorn sagen darf, dann würden wir ja vielleicht nur das Nicht-Nachhaltige verlängern. Also wo wir Erkenntnis haben, dass wir nicht nachhaltige Strukturen haben in Bezug auf Klima, Umwelt und auch soziale Dinge und Migration und so weiter, dann müssen die transformiert werden. Aber, und jetzt komme ich zur Resilienz, auf eine Weise, die halt auch verträglich ist mit einem Übergang dorthin. Ja, die Resilienz, die ich jetzt thematisiert habe, bezieht sich ja auf das Funktionieren von Gesellschaften, wie sie jetzt sind. Das ist sozusagen eine notwendige Bedingung, um überhaupt eine erfolgreiche und allmähliche Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaftsform durchführen zu können. Wenn hier alles zusammenbricht, dann nützt uns das auch nichts in Sachen Nachhaltigkeit. Also in der Weise meine ich, man muss diese beiden Begriffe Resilienz und Transformation beide im Blick haben. Die sind nicht spannungsfrei und da wird es viel Aushandlungs- und Forschungs- und auch politischen Beratungsbedarf und so weiter geben, um da einen guten Weg zu finden. Super, ausführlich Frage. Herr Ziegern hat noch hinterher geschickt, dass eine Antwort ja zum Beispiel wäre, die Batteriefertigung in Europa wieder hochzufahren, was ja jetzt der ein oder andere Automobilbauer tatsächlich auch angeht oder angegangen ist in den letzten Monaten, relativ prominent auch in den Zeitungen. Ich persönlich habe noch eine Frage und zwar, es ist ja ein Thema, worüber nicht so gerne gesprochen wird und zwar ist ja das immer dieses Thema die Gewinner der Pandemie. Ja, die es ja tatsächlich auch gibt. In Deutschland, glaube ich, das prominenteste Beispiel, die Firma BioNTech mit dem Impfstoff, fällt natürlich in den Medien immer wieder. Die Frage ist, wenn Sie jetzt auch Technikfolgenabschätzung, Innovationen sich angucken, wie nachhaltig ist denn sowas für diese Gewinner? Also haben die wirklich eine Chance, jetzt sich zu etablieren, groß zu werden oder haben die jetzt einen Hype mit diesem einen Impfstoff, sage ich mal, oder ist es relativ abhängig davon? Also generell gilt ja leider, dass jede Krise Gewinner und Verlierer mit sich bringt und dass in der Regel diejenigen, die Verlierer sind, denen es vorher auch schon nicht gut ging. Ja. Ja, also das ist ja, kann man im globalen Bereich jetzt wirklich sehr gut sehen. Die reichen Länder sind auch schneller mit dem Impfen dabei und so weiter. Gut, das ist jetzt nicht Ihre Frage, aber es gehört auch zum Thema dazu. Die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen ist ja in einer wettbewerbsorientierten Gesellschaftsform grundsätzlich nicht garantierbar. Und das ist auch gut so, finde ich. Und ich finde es eigentlich schön, wie das so gelaufen ist. Erstmal sowieso toll, dass das Innovationssystem und die Forschung innerhalb doch erstaunlich kurzer Zeit mehrere Impfstoffe, also eine ganze Reihe schon, auf den Markt gebracht haben. Und dass auch die Regulierungsbehörden durch beschleunigte Zulassungsverfahren und so weiter da auch mitgezogen sind. Auch das ist ja durchaus, hat ja auch was Innovatives, ja. Also nicht einfach behördlich vorgegebene Listen abarbeiten, sondern schauen, was nötig ist. Das ist einfach toll. Und jetzt haben wir ein Spektrum von, ich weiß nicht, X, also 10 oder mehr Impfstoffen auf der Welt.
Und ich bin sicher, dass alle die Erfinder und Patenthalter und die Manager natürlich auch längst überlegen, wie sie mit dem kommenden globalen Wettbewerb auf dieser Ebene umgehen werden. Also da wird man sehen, was passiert. Ich kann das auch nicht sagen. Es hat ja auch einen Flop gegeben sozusagen. Ja. Also das ist natürlich hohes, auch unternehmerisches Risiko, vor dem ich alle Hochachtung habe, wenn man da wirklich Millionen und Hunderte von Millionen Dollar oder Euro investiert in eine Entwicklung, ohne zu wissen, ob hinterher dann auch der Return on Investment kommt. Ich denke, es wird... Das Gute ist ja auch, dass es unterschiedliche Wirkprinzipien bei diesen Impfstoffen gibt. Und ich vermute, dass sich in die Richtung entwickeln wird, Kombinationsimpfstoffe zu entwickeln. Und dann wird es möglicherweise wie im Automobilmarkt sein, wo weltweit 5, 6, 7, 8 große Unternehmen sich den Markt aufteilen. Das ist so die... denke ich, meine Erwartung. Und eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht. Also auch das von Ihnen genannte Beispiel ist einfach für sich toll, heißt aber nicht, dass es in der nächsten Lage nicht doch ein anderer besser machen würde. Das ist eben Innovation und Risiko und das macht die Sache ja auch riskant, aber auch spannend. Ja, und sorgt natürlich auch dafür, dass es Gott sei Dank keinen Stillstand gibt in der Hinsicht. Das gehört ja nun auch dazu. Da wir kurz vor Schluss sind, würde ich jetzt gerne nochmal eine richtige Frage quasi in Ihre persönliche Richtung stellen, wenn es okay ist, nicht ganz persönlich. Aber Sie haben ja am Anfang auch ein bisschen erzählt, so die Konsequenz für den persönlichen Haushalt, sage ich mal. Ja, also dieses, was dann letztes Jahr ganz prominent war, dieses auf Vorrat einkaufen und sich Vorräte anlegen und so weiter und so fort. Haben Sie für sich persönlich eine Konsequenz für die Zukunft gezogen aus der Pandemie, wo Sie sagen, hier drehe ich an der Stellschraube, damit es vielleicht auch in der Gesellschaft anders läuft in Zukunft oder auch nur für sich im Rahmen? Also für mich persönlich würde ich sagen, im Rahmen dessen, was die meisten tun. Also da habe ich jetzt nicht angefangen, meinen Keller als Riesenvorratsraum auszubauen. Wir achten schon seit längerem darauf, dass ein gewisses Maß einfach da ist. In der Großstadt, ich lebe in Köln, da hätte man sonst ja schnell gar keine Möglichkeiten mehr. Meine Eltern kommen vom Land, da war das ganz anders. Die hatten noch Zweiten Weltkrieg erlebt, Flucht und Vertreibung. Und meine Mutter hatte bis zu ihrem Tod riesige Kühltruhen voller Lebensmittel. Ich meine, ich habe dann gedacht, okay, bei einem längerfristigen Blackout hilft ja. Also ich denke, etwas tun ist sinnvoll, aber richtig wappnen kann man sich als Individuum nicht. Meine Konsequenz ist eher, dass ich in meinen Vorträgen, wie ja heute auch, eigentlich in dieser Richtung sehr viel stärker agiere und selber auch mir selber auch bewusster mache, dass unser ganzer Wohlstand, unsere Gesundheit, unsere Sicherheit, die wir haben, dass all das doch auf ziemlich dünnem Eis gebaut ist und wir gut auf dieses Eis aufpassen müssen. Super. Das würde ich, glaube ich, gerne als Schlussstatement stehen lassen. Bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Herrn Professor Grunleit, dass er auch heute Morgen quasi die Vortragsreihe eröffnet hat. Und habe jetzt noch ein paar Hinweise für das Publikum für den restlichen Tag. Die nächsten Vorträge starten um 10.15 Uhr. Hier wird es schon eingeblendet, genau. Sie sind aber natürlich gerne in den Pausen oder auch wenn Sie sagen, jetzt habe ich mal ausnahmsweise, haben Sie keinen Vortrag, der mich gerade interessiert, in der digitalen Ausstellung herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn Sie da die Stände alle besuchen und sich dort ein bisschen umschauen und den ganzen Innovationstag digital auch ein bisschen genießen. Damit möchte ich mich verabschieden und hoffe, dass ich einige von Ihnen vielleicht heute Nachmittag auch nochmal wiedersehe in den anderen Vorträgen.